Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Retro Play. Und zwar geht's bei Jagged Alliance wieder weiter. Oder Jagged Alliance, je nachdem. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen alles vorgestellt. Heute geht's rein in die Action. Übrigens habe ich mich vertan. Ich glaube, im ersten Sektor um Enomerta kommen einmal Gegner. Werden wir gleich sehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, und wir legen mal los. Übrigens werde ich auch, dafür ist nämlich das Teil da, auch immer mal ein Quicksave machen und ein Quickload. Ich habe einfach keinen Bock, dass meine Söldner immer zu sterben. deswegen, also da nicht wundern, das kann ab und zu mal vorkommen. Dafür ist das Ding einfach da und fertig. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Der ist vielleicht tief geflogen. Wenn ich Eichhörnchen sehen wollte, musste ich nach oben gucken. Dieser Gegend ist Ärger vorprogrammiert. Okay, wir haben also Gegner hier. So. Na, dann schauen wir doch mal, wo sie sind. Was ich auch immer hasse, ist, dass sich manche Gegner immer in den Gebäuden verschanzen, ey. Und dann geht man vorbei, die kriegen eine Unterbrechung und sie bringen dich um. Zeit, den Müll rauszubringen. Oh, hallo. Oh. Okay, das ist doch mal richtig gut, die Waffe. Ja, ich weiß immer nicht, was ich am Anfang für Waffen kriege. Das hängt, glaube ich, an den Fragen auch da so ein bisschen dran, die man in diesen Test beantworten muss, wo man den Söldner erstellt. Oh, eine sehr gute Ausrüstung. Sehr schön. Ah, das wird noch ein bisschen weit sein, oder? Nee, geht. Läuft. Und tschüss. Bingo. Ich kann auch hier mal auf die ganzen einzelnen Werte eingehen. Nicht die. Ich glaube, die sprechen für sich. Sondern die Balken hier. Das ist einmal die Moral. Das ist der grüne Balken, die grüne Anzeige. Das blaue ist die Energie, was er zurzeit hat. Die Kollegen müssen übrigens auch immer mal schlafen und sowas alles. Finde ich auch ganz gut. Hat halt einfach Realismus dann, ne, dadurch. Und dann haben wir die allgemeine Gesundheitsanzeige. Dreimal auf Verraten, das ist die rote. So. Heilen wir mal alles. Das zum Beispiel sind unsere Aktionspunkte, was wir in der Runde machen können. Und wenn wir hier schon schauen, ne, quasi diesen Weg, den wir laufen wollen. Und bei den Männchen steht dann 15. Das heißt, es würde jetzt 15 Actionpunkte oder Aktionspunkte verbrauchen. Wir verteilen jetzt mal alle so ein bisschen. Und dann gehen wir mal eine Runde weiter. Ja.
So, ich habe mal ganz kurz mein Fenster hier zugemacht. Ja, unser Nachbar ist ein Gartenbauer und hast doch immer mal ein bisschen Lärm. So, und jetzt wäre es ganz cool, wenn hier noch ein paar mehr auftauchen würden. Sonst müsste ich nämlich aus meiner Deckung raus. Ja, denk daran. Es ist noch mindestens eine. Alter. Los geht's. Zeit zum Durchlaufen. Okay, das war jetzt definitiv scheiße. Das hätte echt ins Auge gehen können. Oh. Aber anscheinend bin ich ein Glück. Okay, ich bin hier so ein bisschen. Das pumpt Adrenalin ins Blut. Oh ja, davon kann es ausgehen. Das war wirklich knapp. Ach nö, ne? Du, was hasse ich, wenn ich diesen Torso nicht treffe? Weil Torso ist eigentlich immer eine gute Treffermöglichkeit. Ich gehe selten auf den Kopf, weil das meistens schief geht. Achso, das ist eine Unterbrechung. Ach, na toll, na super. Ich weiß nicht, wenn ich aufstehe. Ich glaube, ich würde erstmal in Deckung gehen. Wir haben Feindkontakt. Das war so klar. Okay, das funktioniert ja schon mal klasse hier. Ja. Gut, wenn der jetzt hier rumkommt, hat er mich auch. Aber wir haben jetzt eine Unterbrechung gekriegt, allerdings nur für Laura. Ja, das wird schwierig werden. Hier ist viel zu viel dazwischen. Alter, reicht jetzt. Ja. So, und jetzt sind wir wieder in einer normalen Runde. Raider muss ich unbedingt umdrehen. Ich muss den mal mich vornehmen. Sehr gut. Einer weniger. Einer weniger. Na, ich sag's doch. So. Ah, hier ist irgendwas. Hier kann ich nicht hinlaufen. Verdammt. Jetzt wäre ich jetzt mit Ivan hier rausgezogen. Aber wir werden uns auf jeden Fall mal umdrehen. Weil wir wissen ja, hier ist noch einer. Ah, mit Eddie kann ich doch rausziehen. Ja, sehr gut. Ja. Ja, sehr gut. Bingo! Und wenn ich jetzt Glück habe und er kommt in der nächsten Runde hier raus, werde ich wahrscheinlich eine Unterbrechung bekommen. Und dann drauf schießen können, wenn alles gut läuft. Oh nein. Wir haben Feindkontakt. Oh, da ist ja noch einer. Oh, Alter. Mach mal nicht so laut. Eddie sieht ihn noch nicht. Eddie sieht ihn immer noch nicht. Eddie sieht ihn. Aber wenn ich jetzt recht gut ziele, kann ich nur einen Schuss abgeben. Wie sieht's bei Ivan aus? Oh, die Schüsse müssen jetzt beide sitzen. Ja, geil. Da werden wir wohl ein bisschen Blei fressen müssen. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Oh, der hat noch eine Schrotflinte, ne? Oh. Mies. Laura, wo schießt du hin? So. Na toll, jetzt kann ich den wohl nicht sehen. Oh. Also immer wenn der so schwarz ausgegraut ist oder ausgeschwärzt ist, sieht ihn der Kollege nicht. Jetzt sieht er ihn. Ja. Ja. Gut. So, Raider dreht sich jetzt auch in die Richtung um, weil irgendwann muss der ja mal auftauchen. Ich höre. Vorsicht, ich glaube, wir haben noch nicht alle erwischt. Der Spaß kann losgehen. So. Ja. Na, fast. Wieso sieht ihn Raven nicht? Ja. Fantastisch. Das sehe ich auch so. Ja,
Achtung! Wir haben unsere Arbeit in diesem Sektor noch nicht abgeschlossen. Übrigens, wenn zwei Runden lang kein Gegner kam, ist quasi die Runde wieder freigegeben. Man kann sich wieder frei bewegen, bis dann der nächste Gegner auftaucht. So, jetzt ist nur die Frage, wo sie alle sind. Okay. Dann machen wir das mal so und gehen mal zusammen wieder nach vorne hier. Hier liegt was. Oh, schick. Ich probiere immer in die Fenster zu gucken, sonst schießen die irgendwann mal aus irgendeinem Fenster raus. Ich habe da keinen Bock drauf. Also sowas. Und mal, hat der eigentlich was gehabt? Gleich mal hingucken, ne? Ja, was ich in dem Spiel mal gerne mache ist, oder was ich gerne nutze, sind Scharfschützengewehre oder halt wirklich Gewehre mit großer Reichweite. Ist natürlich am Anfang mal ein bisschen schwierig, weil das wird so am Anfang noch nicht geben. Na, wo versteckt ihr euch denn wieder alle? Ah, hier ist Fatima. Die ist nachher noch wichtig, weil die, den muss ich den Brief geben. Der muss ich den Brief geben. So. Die Operation kann beginnen. Ja. Naja. Naja. Mist, jetzt ist natürlich nur einer wirklich vorne, der was machen kann, beziehungsweise Raven jetzt auch. Die trifft aber nicht. Brain. Muss ich jetzt erstmal alle vorholen und dann sind natürlich die Aktionspunkte Alete. Und deswegen werde ich jetzt wohl erstmal ein paar Kugeln einstecken müssen. Oh. Oh. Ich dachte schon, jetzt wäre alles vorbei. Oh, das dachte ich auch. Ach komm schon. Schieß doch nicht vor den Baum. Der hat dir nichts getan. Hm. Übrigens, immer wenn das Fadenkreuz so ein bisschen blinkt und nicht rot ist, dann ist das außer Reichweite. Man kann trotzdem treffen. Aber wie man sieht, wird es schwerer dann dadurch. Hm. Mensch, Laura, du triffst ja. Das hängt übrigens dann auch mit der Waffe zusammen, die man trägt, ne? Weil wenn man hier mal schaut, wenn man Rechtsklick macht, kommt man hier so ein bisschen auf die Detailansicht. Und hier sieht man halt Reichweite 17, das ist relativ gut. Und Schaden, was er anrichtet, was das Gewicht ist von der Waffe und so weiter. Aber das heißt auch nicht, dass der immer dann trifft, ne? Das war klar. So. Wow. Das war gar nicht so schlecht. So, jetzt hatte ich sie, glaube ich, alle durchgehabt, ne? Ja. Alter. Mach mal ruhig. Oh, muss ich jetzt einen Zivilist da vorstellen? Ehrlich, wie doof muss man sein? Oh. Okay, da speichere ich mal, weil wenn ich einen Zivilist treffe, sind die Zivilisten gegen mich. Das ist in dem Spiel ganz schlecht. Yeah. Der ist auch noch nicht tot, glaube ich, oder? Sämtliche Schweinebacken in diesem Bereich wurden kaltgestellt. Ja. Weitermachen. Ja, machen wir. Automatische Erste Hilfe leisten? Ja. Übrigens habe ich im letzten Teil bei der Erklärung ein bisschen was durcheinander gebracht, glaube ich. Also der ehemalige Arztkoffer, wo man dann quasi Doktorspiele machen kann damit. Der heißt jetzt Verbandskasten, glaube ich.
So, das so zu zuordnen zu können. Und der normale Erste-Hilfe-Kasten, wo man dann quasi... Hier sieht man ja, sie hatte ein paar Treffer eingesteckt. Oder bei Raider sieht man es noch besser. Das ist die gesamte Gesundheitsanzeige, das Dunkelrote. Ja, das alles, was man hier sieht. Was er noch an Gesundheit hat, ist dann das Dunkelrote. Und was quasi verbunden wurde und womit die Blutung quasi gestillt wurde, ist dann dieses hellrote, pinke, sowas halt, ne? Genau, und diesen Bereich kann man wieder wirklich zum Dunkelroten auch machen, indem man quasi mit dem Doktor dann dran arbeitet. Wir machen hier dann irgendwie jemanden zum Doktor und dann läuft die ganze Geschichte. Ganz am Anfang hat man echt Probleme, weil man braucht einen Arztkoffer. Ich weiß nicht, ob Eddie einen bekommen hatte. Wo zur Hölle ist Eddie? Oh. Ich hab's gleich. So. Nein, hat er nicht. Das ist natürlich schade. Weil meistens, wenn ich mir die Leute erstelle, habe ich meistens einen Arztkoffer dabei. Okay, dann müssen wir irgendwo einen suchen. Vielleicht finden wir irgendwo einen. Weil das ist am Anfang wirklich mega wichtig. Weil ich gehe ungern in eine Schlacht, wenn meine Leute schon angeschlagen sind. Weil ganz klar ist auch, wenn das Dunkelrote hier unten ist, ist er tot. Und da habe ich nicht wirklich Bock drauf. So, wir nehmen jetzt mal Eddie. Denn Eddie hat natürlich den Brief von Enrico, beziehungsweise hier ist es Robert. Und damit gehen wir jetzt mal zur Fatima. Sprich mit ihr, schieb sie nicht weg. Warum bist du hier? Ich habe alles, was ich brauche. Es überrascht mich zu sehen, dass du noch hier bist. Nein. So, besser. Wer bist du? Was ist das? Nun gut, denn... Ah ja. Ach ja, stimmt. In Wildfire erklärt die da nicht so wirklich viel was. Ich soll dir jetzt quasi folgen. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht erklärt. Die wundert sich dann halt, dass es ein Brief ist von Enrico, weil der ja eigentlich tot ist und für tot erklärt worden ist. Und ja, und die bringt uns jetzt quasi zu den Rebellen. Zum Rebellenstützpunkt. Im zweiten Teil, im normalen Teil, erklärt die das halt alles. Hier hat sie keinen Bock. Ich brauche echt einen Arztkoffer, ey. Das ist ganz, ganz übel. Ich laufe jetzt auch nicht vor, weil hier oben nämlich... Wo läuft sie denn hin? So, zuerst das Haus hier oben. Weil hier oben nämlich, glaube ich, Dimitri steht. Wenn ich ohne der antanze, kann es sein, dass er mich angreift. Warum habe du sie gebracht hierher? Sei nicht bei Trost, Frau! Du bringst den Tod über uns alle. Ja. Sie sind geschickt worden von Enrico Civaldori. Sie sind hier, um zu helfen, Dimitri. Sie müssen Miguel sprechen. Ich würde sie niemals hier bringen ohne Beweis. Ich nehme dich bei Wort. Aus Respekt vor deinem Mann. Wir gehen runter, aber du machst einen Fehler, Fatima. Du sterbe mit ihnen. Oh, Alter, ist ja gut drauf, ey. Hier nicht bewegen und niemand müssen sterben. Ist ja nett. Fatima sagen, die wollen uns helfen. Sie sagen, sie hat Beweis, Carlos. Enrico hat Söldner angeheuert, uns zu helfen. Ich habe hier Brief für Miguel, unterschrieben von Enrico. Mit Einzelheiten, die nur er kennt. Über die Nacht, als wir ihm zu fliehen aus Arulco geholfen haben.
Enrico Civaldori, sei verdächtig. Warum er würde tun dies? Oh, und jetzt kommt der Oberguru, jetzt kommt Miguel. Es ist gut, Carlos. Lass mich sehen, dieser Brief. Hier. Hm, es ist wahr. Enrico hier schreibt, dass sie gekommen sind, das Drogenkartell und der Hidrana zu bekämpfen. Er sagt, wir uns euch anschließen. Im Namen der Rebellen, ich heiße sie willkommen. Aber wir können uns nicht anschließen, wie Enrico sagt. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn ihr scheitert und wir mit euch, Leute in Arulco haben niemanden mehr. Sie ist durch und durch böse, vom Teufel besessen. Das genügt, Aira. Unsere Freunde werden bald wissen, wie sie ist. Wir sie erledigen. Ich bin hochtrainiertes Killer und sie sprechen mit komischer Akzent. Es ist nicht, dass ich mich freue, dass ihr da seid. Aber ihr seid nicht die Ersten, die aufräumen wollen in Arulco. Vor ein paar Jahren waren Söldner da, aber es gab nur Ärger mit ihnen. Ich weiß nicht, was geworden ist aus ihnen. Ihr habt, hoffe ich, mehr Glück. Ich werde euch helfen, weil Enrico so sagt. Wenn ihr zwei Städte kontrolliert, kommt zurück, dann reden wir weiter. Und ich rate euch eine Sache. Geht nach Cicena und erobert Hafen. Dann kontrolliert ihr Nachschub über Hafen. Das ist wichtig. Und im Moment, ihr könnt gut befestigte Städte nicht erobern. Geht nach Cicena. Jetzt, ich weiß, ich kann euch vertrauen. Ich glaube, ihr seid Anfang von die Zukunft für unser Volk. Uns auch fehlen Lebensmittel, Miguel. Wir brauchen sichere Route nach Drassen, sonst noch mehr Leute werden sterben. Carlos ist mein engster Berater. Er hat Recht. Normalerweise hat immer Recht. Wenn sie Deidranas Armee zurückschlagen, gibt es in Drassen einen Priester namens Pater Walker. Er ist ein Borracho, ein Säufer, mit wenig Verstand. Aber er wird uns unterstützen. Finden Sie ihn und erzählen Sie ihm nur das Nötige. Ich werde Leute schicken, die unsere Sachen abholen. Mucha suerte und sagen Sie dem Pater, dass ich ihm sehr dankbar bin. Jetzt kann ich euch geben, Dimitri. Er ist ein guter Mann und kennt Arulco gut. Ja, sehr gut. Dann würde ich doch mal sagen, rekrutieren wir mal den guten... wo ist Dimitri? Ach, hier. Ich wollte schon Carlos nehmen, aber der kommt erst später. Oh, dieses Wegschieben immer. Ja. Drohen. nee, rekrutieren. Mir komm mit. Würde dir das gefallen? Ich könnte viel lernen. So, nun haben wir auch Dimitri bei uns in den Söldnertrupp. Und ich weiß auch, dass wir Aira bekommen. Hi, ich bin Aira. Ich bin vor 5 Jahren nach Arulco gekommen, im Rahmen eines humanitären Hilfsprogramms. Ich habe auch bald festgestellt, hier ist nur eines nötig. Hilfe gegen Deidrana, mit welchen Mitteln auch immer. Na komm, quatsch mal ein bisschen. Die Rebellen sind schon fast 20 Jahre zusammen. Sie sind vertrauenswürdig und loyal. Sie werden sie als einer von ihnen akzeptieren, solange sie nichts verkehrt machen. Die Leute haben vergessen, was Freiheit ist. Ja, reicht jetzt, komm mit. Gut, ich könnte von Nutzen sein, wenn es um das Land und die Leute geht. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin kein Profi, so wie Sie. Das weiß ich. Ich kann nicht so gut schießen. Bei Miguel habe ich mich um die Verletzten gekümmert und Wache geschoben. Los geht's, ich zeige den Weg. Oha, sie geht auch noch voran. Also, wir haben 2 neue mit Dimitri und Aira. Es hilft uns trotzdem, auch wenn Aira jetzt noch nicht so gut ist. Die kann man übrigens aber auch trainieren alle. Und Aira kann sich auch noch entwickeln, da glaube ich fest dran. wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir... hier alles so ein bisschen abgrasen. Das mache ich allerdings, weil das wirklich ein bisschen Zeit auch in Anspruch nimmt, immer offscreen. Oder jedenfalls größtenteils offscreen. Weil ich da wirklich ein bisschen sortiere und alles Mögliche mache. Ich gehe dann immer in den nächsten Teilen drauf ein, was ich gefunden habe, vielleicht an Waffen, was die neu haben und so weiter und so fort.
Ja, hallo. Unverhofft kommt oft. Hier noch meine kleine Ergänzung. Das passiert gerade, wo ich hier so ein bisschen den Sektor durchsucht habe. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar haben wir jetzt die erste Zwischensequenz mit... Ja, seht selbst. Und das füge ich noch jetzt hier in der Folge mit an. Ja, los geht's. Ich will für Sie hoffen, dass Sie gute Neuigkeiten haben. Entschuldigt mein Eindringen, Eure Hoheit, aber eine unserer nördlichen Patrouillen ist überfallen worden. Elliot, Sie Schwachkopf. Wir haben die Rebellen in Omerta vernichtet. Was hat das zu bedeuten? Wie wir gehört haben, Eure Majestät, scheinen die Rebellen eine Art von Einsatzkommando von außen zu haben. Wir vermuten, dass sie mit dem Hubschrauber angekommen sind, den wir vorhin entdeckt haben. Einsatzkommandos? Was für Einsatzkommandos? Und woher? Sie könnten angeheuerte Söldner sein, Eure Hoheit. Es waren nicht viele. Was? Woher haben die Rebellen das Geld, Söldner zu rekrutieren? Aber egal, ich will ihre Leichen zur Untersuchung haben. Die Rebellen scheinen den Überraschungseffekt zu ihrem Vorteil genutzt zu haben, meine Herrin. Sie haben uns geschlagen. Besiegt? Wir? Schicken Sie sofort meine Truppen dorthin. Ja, Eure Hoheit. Also, das war zum ersten Mal eine Zwischensequenz mit Daedrana und den armen Elliot, der Prügelknabe da ist, und der persönliche Assistent. Ja, das nochmal ganz zum Ende. Und ja, dann jetzt aber würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.